Speedruns, wir alle kennen's. Es gibt schnelle, es gibt langsame, es gibt komische und es gibt verrückte. Ich habe heute von Wilbo, meinem Cutter, die wildesten Speedruns bekommen und die werden wir uns heute angucken. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, okay, geil, wir fangen sehr geil an. Wir haben Suiji, der Mann bricht gerade alle Rekorde und ist dabei fucking 17 Jahre alt. Unfassbar krank, der Mann. Und das hier ist sein World Record 16 Star. Und in der Szene sagt man, dass der Speedrun perfect ist. Also es gibt, glaube ich, in dem Speedrun zwei oder drei Momente, wo er zu hoch gesprungen ist. Ansonsten ist alles perfekt. Boah, wir müssen unbedingt mal wieder Mario Speedrun, Bro. Yeah, like everything in this game is harder than it looks, really. So, das mache ich, also für die, die meinen Speedrun mal gesehen haben, das mache ich nicht. Das ist turbo schwer. Da geht er direkt ins Bowser-Level. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das spart irgendwie eine Minute oder so, das ist überkrank. Bro, alles davon, auch wenn es nicht so aussieht, ist pixel perfect, Bro. Das ist so präzise, holy shit. Also wie gesagt, bei dem, ich glaube, hier fuckt er sogar die erste Sache gleich ab, Freunde, wenn er hinten in die Röhre geht. Da springt er, glaube ich, zu hoch. Er hat dadurch 0,2 Sekunden verloren oder sowas. Ich glaube, jetzt, wenn er in die Röhre springt. Ja. Da, guck mal, wie abgefuckt er ist. Digga, alles, was der bis jetzt verloren hat, ist 0,2 Sekunden, Digga. Er ist Turbo, er ist Full, Bro. Digga, er. Full Jump. Fuck, Digga. Höchstens 0,1, vielleicht auch 0,1. Das ist so wenig. Das ist auch sehr krass, dass er mit. Also, dass er quasi mit einer halben Spinnung. Dafür musst du richtig schnell drehen. Deswegen hat man das hier gehört, ich weiß nicht. Dieses hier. Der Junge. Bruder, ich. Bro, Alter. Ich weiß nicht, ob der eine Freundin hat, aber holy shit. Little Bro, mach den hier einfach. What the fuck? Ich würde das voll gerne öfter streamen, aber ich habe das Gefühl. Oh, Alter, das ist auch kranke Scheiße, Mann. Das habe ich. Also, das können viele Leute, aber das habe ich nie verstanden. Das ist überkrass. Man kann die Bombe quasi im richtigen Moment fangen, dann kriegt man Momentum nach hinten. Und jetzt steckt er das da so komisch hoch und mit richtigem Timing springt er da rein und kann direkt oben in die Pyramide rein. Absolut krank. Absolut kranke Scheiße. Ich glaube, das ist richtig schwer. Machst du keinen Bombenclip? Oh mein Gott, Bruder, wie er macht, Digga, wie er macht. Als wäre ich jetzt das übelste Opfer, weil ich das nicht kann. Holy shit, sorry, Alter. Wieso noch nicht fertig? Bro, what the fuck, Digga? Wir gucken gerade den World Record, Junge. Das ist der schnellste, den es gibt. Was für, er ist noch nicht fertig. Okay, das ist alles Basic Shit. Das kennt man. Das kann ich auch nur in langsam. Oh, schon alle Copium. Natürlich kann ich das. What the fuck? Hast du mal überlegt, dir selber einzublasen? Digga, wir machen gerade ein YouTube-Video über Speedruns. What the fuck? Ja, habe ich versucht. Bin nur mit Zunge rangekommen. Vor allem, man muss sich vorstellen, die meisten Runner gehen hin und die runnen halt nur ein Segment. Nur 16 Star. Oder nur ein Stern. Es gibt ja mehrere Kategorien bei Super Mario 64. Der Motherfucker, den wir gucken, hat den World Record, glaube ich, für 0, 1, 16 und 70. Digga, der hat alle. Außer 120 Star. Ist also das quasi alle Sterne, die es gibt. Bruder, das ist kranke Scheiße, Digga. Das ist auch so clean. Das ist. Oh! Vor allen Dingen, das kennt man wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, das Legendärste. Aber guck dich mal an. Er macht das. First try. Und ich weiß nicht genau, was man macht dafür, aber er slidet direkt, dass er hier ist, um dann auch noch Zeit zu sparen. Bro. Krank. Manche machen sowas halt auch zum Spaß. Ja, Mann. Oh mein Gott, Digga, what the fuck? Bro, das ist so eine kranke Kombo an Sachen. Bro, boom, bam, das ist schon überschwer. Dann hier rüber, krank. Und dann geht er hier ran, geht da drauf. Digga, das ist. Bro, das ist krank. Das ist no joke gestört. What the fuck? Okay, jetzt muss er nur noch dreimal treffen. Bin sehr gespannt, ob er es schafft. Okay, eins. Holy shit, Bro. Zwei? What the fuck? Oh mein Gott. This is it. I was here. 16 Star is dead. Lautstärkewarnung. 16 Star is fucking dead! Oh my God! Oh my God! Ah! Ah! I just got a 1435! Oh my God! Oh my fucking God! Wilbur, danke für die Lautstärkenwarnung. Oh my God! Oh my God! What? Bro, es ist so geil, wenn wir so einen Chick zurückgehen, hier so, wie ruhig er ist einfach. Und dann einfach er hier, Bro. Oh mein Gott!
Wie alt ist das Video? 6 Monate, Bro. Das ist super frisch. Ihr müsst euch vorstellen, das Game gibt es seit, glaube ich, 96. Und ungefähr 27 Jahre später werden immer noch Rekorde davon gemacht. Man müsste meinen, das Game ist perfekt. Quasi, das Speedrun ist perfekt, aber es kommen immer noch Sachen. Bruder, und genau deswegen liebe ich das. Super Mario 64 Speedruns ist das beste Speedrun-Game on God. Alright, Freunde, wir gehen weiter zum nächsten Speedrun. Und zwar, Wilbur hat dazu geschrieben, fürs Rematch mit Tony. Ich habe mal gegen Tony Only abgespeedrunnt. Und hier ist tatsächlich der World Record innerhalb von 4 Sekunden. What? Was? What? Bro, ich dachte, Wilbur hat sich verschrieben. Bro, was ist passiert, Digga? Das Intro war länger legit als der Run. Bruder, what the fuck, Bro? Okay, wir machen weiter mit Arma 3. Da hat Wilbur geschrieben, wow, das ist ein krasser Speedrun-Weltrekord. Das ist ein krasser Speedrun-Weltrekord. Der Runner ist Wilbo selber. Digga, und der geht nicht 1 Minute 35, sondern eine verfickte Stunde 35. Digga, holy shit. Ich bin der einzige Competitor. Warte mal, hältst du wirklich den World Record? Nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist Bullshit. No joke, ich müsste das einfach machen, um dich einfach zu schlagen. Einfach eine Minute besser. Schaffst du nicht, der ist relativ gut. Bruder, woher willst du wissen, ob der relativ gut ist? Du bist der einzige Mensch auf dem Planeten, der jemals diesen Speedrun gemacht hat, Bro. Das kann auch mega Arsch sein, Bro. Bruder, versteh mich nicht falsch. Willst du mir sagen, das, was ich gerade da gesehen habe, könnte ich nicht besser machen? Du hast 6-mal in die verfickte Wand geschossen, Junge. Das gehört zum Run, ja, ja. Ist ein Glitch, ne? Bro, du nimmst jeden Baum mit, Junge! Du bist überarsch, Bro! Kann bitte jemand sich dieses Spiel downloaden und diese Scheiße machen, damit einfach Wilbur nicht mehr der World Record Holder ist? Bruder, er nimmt jeden Baum mit. Digga, das ist der langsamste Speedrun, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Was eine Scheiße. That's the game. Guck mal, wie er macht, Digga, wie er macht. Wie er so low played. In Wirklichkeit hat es so... Is definitely possible, but I didn't think I'd actually... I fucked up the last 2 missions a bit. Yeah. It's fine. That's fine, man. Bro, mit wem redest du? Niemand spielt dieses Spiel, Wilbo! What the fuck? Es gibt keine Community dafür, Bro! Ach, herrlich, Digga. Ey, Wilbo, cool. Ich küsse deine Augen, Bruder. Okay, machen wir weiter. Der nächste Speedrun ist vom Spiel Zeterra. Ich weiß, ich kenne das Spiel nicht. Aber als Kommentar steht dazu, Speedrun für Basti. Oh mein Gott, Bro. Plop, plop, plop. Ja, aber no, ich finde, das ist nicht impressive. Das sieht man 2 Wochen, dann kann man das. Also no, das würde ich für real hinbekommen. Das ist easy. Okay, das nächste ist, auch ein Speedrun für Basti. Minecraft Random Seed. 7 Minuten 45. Krank. Okay, das habe ich auch selber gespielt, Chat. Hier kenne ich mich actually aus. Warum schaut ihr Naja? Dann erklär mal. Okay, also er hat jetzt die Kiste gelootet. Jetzt craftet er. Boah, wie schnell. What the fuck? Okay, das weiß ich actually. Ich weiß nicht, wie er es so schnell gemacht hat, aber jetzt scannt er hier quasi, ob hier irgendwo eine Bastion oder sowas ist. Er hat hier aber schon direkt eine Festung. Feste und Bastion, beides direkt am Nether. Holy shit, das könnte der World Record sein, Chat. Als ob Random Seed. Ja, ja, der hat ein bisschen geschummelt wahrscheinlich. Ich denke, das haben die meisten Kinder schon. Aber der bootet hier 1, 2, 3, 15 Welten gleichzeitig quasi und entscheidet sich dann für die beste. Also der wird schon, weiß ich nicht, 1 Million Seeds oder sowas durchprobiert haben, bis er diesen hier bekommen hat, you know? Okay, getradet, er hat instant 12 Perlen bekommen. Junge, what the fuck? Okay, er hat 16 Perlen, das reicht, jetzt kann er gehen. Er braucht 12 Perlen, glaube ich, fürs Ende und halt noch die on top sind fürs Traveling. Ich kommentiere das so, als würde das keiner kennen. Ich habe das Gefühl, jeder Schwanz hat das schon mal gesehen. Jetzt platziert der Block oder sich. Crazy Setup braucht er nicht, okay. Yo! Ach so! Digga, er geht mit Enderperle hoch direkt beim Blaze-Spawner. 10er. Da ist doch diese Dream-Mod installiert, wo der Arsch lecken. Ich glaube, er braucht noch 2 Rods, dann hat er es.
Er hat's? Bro, er war ultra lucky mit den Rods, Digga. Holy shit, da fast jeder hat eine gedroppt, oder? Okay, das kennt man, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, ob man in diesem Speedrun auch mit diesem... Ja, okay, er spielt auch mit diesem Ninja Brain Bot. Das ist quasi, er wird jetzt zwei Perlen und macht quasi genau in dem Moment, drückt er eine Tastenkombination und dann werden die Koordinaten in so ein Programm gegeben und das rechnet dann quasi perfekt aus, wo das End ist, zu 98,4% Genauigkeit, also relativ genau. Ja, es ist basically cheaten, aber es ist erlaubt. Also jeder darf das. Lame, to be honest, dass sie das mit diesem Bot machen. Boah, das ist schon geil. Also ich check, dass es vielleicht auf ersten lame wirkt. Oder er baut einfach Portal in der Lava. What the fuck? What the fuck? Aber das ist eigentlich ganz geil, weil wenn das nicht wäre, dann würde das noch mehr RNG zulassen. Und Minecraft ist sowieso schon sehr RNG-lastig. Und das nimmt das halt weg, weißt du? Das ist schon ganz geil. Und yo, Digga, und hat den Portal Room direkt gefunden. What the fuck, Digga? Krank. Und es ist sogar ein Auge drinne. Hätte er 12 Augen gehabt, was hätte er gemacht, wenn der das eine nicht drin gewesen wäre? Bro, er hat nichts. Alter, der ist auf Risky gegangen. Digga, das war 50-50, Bro. Holy shit. Ist immer eins drin, oder? Nee, ist nicht immer drin. Ah, okay, Chat schreibt, 26% haben 0. Okay, also 75% haben... Okay, dann... Ja, gut. Dann ist es ein Gamble, den man machen kann, I guess. Aber trotzdem krass. Stell dir vor, der Run wäre so perfekt. Er ist gerade bei 6 Minuten 50, Bro. Und dann verkackt er, weil er da kein Auge drin hat, Junge. RIP. Okay, jetzt muss er den nur noch im richtigen Moment. Immer wenn der Kopf quasi hier rüberzieht, muss er das drücken. Das ist... Also er macht das perfekt, aber das ist actually, das habe ich auch schon mal geschafft. Nur mit weniger, mit ein, zwei Betten mehr. What the fuck, dude? Crazy. Dicker. 7 Minuten 45. Holy shit. Ich habe das Gefühl, in 7 Minuten 45 hätte ich gerade so ungefähr die Steintools gecraftet ungefähr und wäre dann jetzt mit dem Boot langsam mal losgefahren oder so. Aber ja, ey, meine Zeit wird auch noch kommen im Minecraft Speedrun Chat. Ich sag's euch so, wie es ist. Alright, wir machen weiter mit dem nächsten, Freunde. Das Game, was wir uns angucken, ist Minesweeper. Da bin ich immer noch erstaunt. Es gibt viele Leute, die bis heute nicht wissen, wie Minesweeper funktioniert und das macht mich unfassbar doll sauer. Okay, aber der Bruder ist echt schnell. Holy shit. Ich habe das Gefühl, es gibt zwei Arten von Menschen. Einmal die Menschen, die es verstehen und dann die anderen Menschen, die es trotzdem gespielt haben, aber einfach auf gut Glück rumgeklickt haben. Bro, holy shit. Okay, das ist krass. Okay, wir machen weiter mit dem Portal Run. Alright, let's get it. Bunny Hops, Classic. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe immer nur Glitch-Speedruns gesehen. Oh, er hat hier gerade beim zweiten, hat er seine beste Zeit jemals gehittet. Bro, what? Guck mal, er hoppt hier runter, weiß, dass der hier kommt, grabt den in der Luft mit R und jumpt da rein. Holy shit! Er hat jetzt erst beide Portale. Ach, hatte er davor die ganze Zeit nur ein Portal? True, er hatte jetzt das zweite Portal erst. Ich glaube, jetzt wird's richtig krank. Bis jetzt war es noch relativ normal, jetzt geht's ab. Holy shit! Holy shit! What the fuck? Bro! Was? Ich glaube, er hat sogar verkackt gerade, oder? Oder war das mit Absicht? Ich habe keine Ahnung, Bro. Holy, what the fuck? Was ist passiert, Digga? Holy shit! Cooles Format, aber wann runnst du endlich mal wieder selber? People happy. Ja. Wenn ich das hier sehe, Bruder, dann fall ich straight up in eine Depression. Was zum Fick? Holy shit! Bro, what the fuck? Das Ding ist, wenn man halt sowas sieht, Bruder, dann denkt man, alles, was man selber runnt, ist ein Haufen Hundescheiße, weißt du? Ich check gar nicht, was abgeht. Wie zum Fick merkt man sich das alles? Bruder, was? Digga, holy shit! Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mein Kopf hat irgendeinen Punkt einfach ausgeschalten und lässt es einfach über sich ergehen gerade. Ich habe absolut keine verfickte Ahnung, was passiert ist. Das war der World Record. Bruder, der Mann hat gerade den verfickten World Record geholt und er sagt so, nice. Als hätte er gerade irgendwie, weiß ich nicht, eine Counter-Strike-Runde gewonnen. What the fuck, was ist das für eine Reaction? Hä? Alright, Chat, das letzte, was wir gucken, ist Only Up CSGO aber. Und Wilbur hat dazu noch geschrieben, Ona hat dafür 8 Stunden gebraucht. Und das Ganze hat Robs gespielt, das ist ein Pro bei FaZe Clan. Du brauchst dafür 12 Stunden. Ja, ist ein bisschen wie so eine KZ-Map, I guess. Ich habe KZ früher immer so ein bisschen so gespielt. Was ist der worst CK of your career?
Probably the one in Sunny on Train. From 2018. Oh, aber krass. Ey, Digga, das ist ja wirklich fast genau wie OnlyUp. Das ist ja voll geil gemacht. Focus halt, halt. Digga, crazy. Die haben ja genau wirklich diese Map nachgebaut. I jump on space on the side bunny hop. I bunny hop on Mars Bear. Das ist ja übergeil. Digga, und dafür hat ohne 8 Stunden gebraucht. Er muss doch einfach, er muss doch einfach nur nach oben gehen, Bro. What the fuck? Guck mal, das könnte gerade Chef Strobel sein, Chat. Aber Chef Strobel spielt leider nur Valorant. Ey, aber Nojo, das sollten wir auch mal machen. Das sieht sehr geil aus. Ey, dein Rank. Digga. Du meinst am Ende als Global war, ne? Ja, ja. Bruder, er hat einfach, check dir, dass wir das gucken und er hat noch nicht einen Fehler gemacht. Ja, was für no shit! Ihr tut's, als wäre das selbstverständlich! Ihr tut's, als würdet ihr das First Try bekommen. Digga, die Map ist ja übergeil gemacht, what the fuck? Boah, das war clean, holy shit. Ich liebe Counter-Strike Movement, Mann. So, okay, das ist jetzt quasi der Weltrekord und jetzt gucken wir uns den Clip von ohne an, wie er die Map spielt. Bro, no shot, guys. Guys, last one. Leander, from where do I jump onto the red one? From the railing, on the red box thing. Yeah? You can make it. Okay. Just do like one big strafe and land on the balloon. And from the yellow balloon, can I make it to the platform or is it just to another rank? Thing? No, ich hab irgendwie das Gefühl, er wird's nicht schaffen, Chad. Do I have to strafe a lot? No. Is the last balloon gonna pop? No. Okay. On your family. It's easy to do. Yeah, it's easy. Okay, it's I'll talk to you. Oh, let's go. I'm so done, bro. Why would that be a thing? And why would he troll on his family? Nah. Anyway, Counter-Strike Movement ist das Beste, Chat. Auch wenn mir schlecht geworden ist bei diesem Video. Holy shit. Er hat's, he did it. An impressive performance. Holy shit. Super sick. Ich glaube aber, FaZe Clan sollte vielleicht nochmal hingehen und vielleicht auch das normale Game spielen. Weil die haben hier tatsächlich gerade dieses ein oder andere finanzielle Problem, Bro. Also vielleicht würde ich da auch nochmal ein bisschen improven. Aber ansonsten sehr geiler Speedrun. Wie ehrenlos du warst bei denen, ja. It's true. Digga, ich war in deren Headquarter, die waren so übernett einfach. Ah, ey. Vor allem, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.